Hallo Leute, wir sind mal wieder an einem ganz besonderen Ort, der mir ja auch unglaublich ans Herz gewachsen ist. Und so viele Jahre ist man hier bei allen Rennen und so weiter. Aber heute geht es eigentlich nicht um mich. Heute geht es um einen, der mich auch im größten Teil begleitet hat als Rennfahrer. Wir haben zusammengearbeitet, wir haben an den Motoren getüftelt und wir haben auch Erfolge gehabt. Aber jetzt möchte ich Ihnen vorstellen, meine Damen und Herren, Mirko Wolter. Mirko wird sein letztes Rennen hier in Brokstedt am 3. Oktober bestreiten. Und Mirko, das ist eine Geschichte, die muss man einfach auch mal ein bisschen besonders hervorheben. Brokstedt, da ist auch eine ganz besondere Verbindung auch zu dir, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer gesagt, das ist, auch wenn ich hier nicht groß geworden bin, aber es ist einfach meine Heimbahn. Und ich freue mich natürlich, hier mein letztes Rennen bestreiten zu können am 3. Oktober. Und es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Mirko, aber du hast immer wieder bewiesen, als Stehaufmännchen, was es heißt, auch nach schweren Schicksalsschlägen und so weiter, nochmal aufs Motorrad zu steigen. Du weißt, wovon ich rede, von deinem Sohn. Und das muss man einfach mal hier ins Gespräch bringen, weil den Anzug, den du am 3. Oktober hier fahren wirst, den wirst du versteigern. Und das ist der Anzug Ride for Lee, ne? Ja, auf jeden Fall ist das der Anzug von Ride for Lee. Und ich freue mich natürlich, dass viele, viele Leute hier kommen, und das ist für mich immer ganz, ganz schwierig, darüber zu sprechen. Aber ich sag mal, ich weiß, dass es auch viele im Gedanken, sag mal, auch bei mir sind und sag mal so, und auch bei meinem verstorbenen Sohn, er hat gesagt, oder er, ich sag mal 2015, sag mal so, wo alles anfing, wieder nach 10 Jahren, hat er gesagt, Papa, ich möchte das einfach mal miterleben, was du die ganzen Jahre vorher gehabt hast. Und wir konnten noch etliche Jahre zusammen verbringen. Das ist natürlich schön. Und ich hoffe natürlich, dass es dieser Anzug am 3. Oktober für ganz viel Geld weggeht, weil es ist für eine Organisation, die Maja und mir sehr geholfen haben, über den Schicksal hinwegzukommen. Das war bestimmt eine schwere, schwere Zeit. Mirko, aber du wirst dich keinen Moment schonen. Du willst hier, wenn du fährst am 3. Oktober, auch zeigen, dass du fit bis in die Haarwurzeln bist. Deshalb werden wir dich auch gleich noch ein bisschen beobachten, wie hart und verbissen du trainierst, weil du möchtest hier ein super Ergebnis hinlegen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben die letzten Nordliga-Rennen natürlich nicht ganz so performend, wie wir das wollten. Und deswegen ist heute wirklich nochmal ein Teamtraining angesagt mit Stabbandtraining. Und ich sage, wir wollen einfach unser Team vorbereiten, weil ich habe gesagt, wir möchten hier am letzten Tag, am letzten Nordliga-Rennen, hier auf dem Treppchen stehen. Am besten da, wo Egon jetzt im Moment steht, ganz, ganz oben. Das wäre natürlich noch das richtig Schönste, aber es wird schwer. Aber wir werden unser Bestes geben. Und wir werden ihn dabei beobachten, wie hart er sich vorbereitet. Verbissen bis in die Haarwurzeln. Diese Rennfahrer werden ja auch immer jünger hier, ne? Die werden immer jünger, ja. Hallo. Wetter passt ja heute wieder, ne? Wir fahren nach innen rauf. Ja, komm, wir rufen jetzt. Mirko, du nimmst das ja voll ernst, das Training. Jede Minute nutzt du aus, um noch irgendetwas zu verbessern an dir oder an dem Motorrad, ne? Ja, es soll ja auch das Beste daraus machen am 3. Oktober. Hier zu Hause, und dann probiert man noch ein bisschen was. Genau. Wir werden das mal beobachten. Da, jetzt geht's noch mal richtig zur Sache mit Startband. Das ist ja die wichtige, entscheidende Phase im Speedway-Sport. Wenn es vom Start richtig losgeht.
geschmiert werden. Sehr gut, hier, der fährt auch gut. Sehr gut. Mirko, gib nicht so schnell auf. Bleib voll dran. Hört am Rad, ob die jetzt sind. Berger, Jane! Berger, ich hab dir gesagt, vorhin mit Mirko das Interview, ihr werdet euch keinen Zentimeter schenken. Und du hast das wirklich ernst gemeint. Rad an Rad, Wahnsinn! Das sah so geil aus. Ja, klar. Also, wir machen ja ein kleines Training fürs Team und ich denke mal, da muss man auch den Ernstfall proben. Ja, und dich interessiert ja auch die Bahn hier. Du kennst hier jeden Grashalm, ne? Genau, ja, ich fahre hier schon immer und. Ja. Also ich war begeistert. Ich bin sowieso ein großer Fan von dir. Berger Jehn, meine Damen und Herren, da passiert noch was.